Menschen! Entzahlung! Beleben wir von heute an wieder Entzahlung! Darüber den Salon! Entzahlung! Beleben wir von heute an wieder Entzahlung! Du kannst aus Paris. Dieser Fremdenführer, der spricht kein Schwedisch. Wenn wir Französisch mit ihm sprechen würden. Sagen Sie, kennen Sie sich in Paris gut aus, wenigstens? Ja, wir uns begleiten, das Vergnügen, die Freuden, die uns bietet Paris, sehen wir ganz gewiss. Ja, wir uns begleiten, das Vergnügen, die Freuden, die uns bietet Paris, sehen wir ganz gewiss. Ja, das Vergnügen, die Freuden, die uns bietet Paris, sehen wir ganz gewiss. Ja, ich werd sie begleiten, das Vergnügen, die Freuden, die uns bietet Paris, sehen sie ganz gewiss. Ja, ich werd sie begleiten, das Vergnügen, die Freuden, die uns Paris bietet, sehen sie gewiss. Also, Sie sind Major? Ich bin es. Aber verzeihen Sie, ich bin Ausländer. Was ist das genau, ein Major? Ein Major? Ja. Naja, es gibt ja verschiedene. Zum einen gibt es ja ein Herr Major, Kämpfer-Major, das bin ich nicht. Dann gibt es den Kambur-Major, das bin ich auch nicht. Und dann gibt es den Major der Terminators. Das bin ich.
wende mich an euch, an alle, die ihr wisst, bis wohin des Menschen Einsamkeit sich erstreckt, wie weit die Trübsal zu sein das Leben verdüstern und wie tief das Erzittern des Wesens diese Welt erschüttern kann. Es ist, o Brüder, gewiss etwas Besonderes, Mensch zu sein. Jetzt geht's los, Abendmahls, Abendmahls, jetzt geht's los, jetzt geht's los, Abendmahls, Abendmahls, zum Scheine trägt nur Blässe sie zur Schau. Die andere aber ohne Tadel ist von Adel eine wahrhaft noble Frau. Jetzt prüfen Sie einmal ganz sanft und sagen Sie dann frank und frei, wer von den Zweien die Nachgemachte und wer die echte Dame sei. Am siebten Tag war Gott allein. Und auf einmal musste er an eine Inschrift denken, die er vor sehr langer Zeit auf einer Stadtmauer irgendwo auf dem fünften Kontinent gelesen hatte. Sie lautete: Nur Gott zu sein, ist für Gott wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Genauso ist es, dachte Gott und musste lächeln.